Ja, hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial. Diesmal ein ganz neuer Bereich. Der Bereich geht aus Technik hervor. Das haben wir eigentlich nicht im Unterricht, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil das einfacher ist und man kann es sich zu Hause nochmal anschauen. Wir haben jetzt hier das Programm Solid Edge ST6, die 6er Version. Hier hat man als erstes die Möglichkeit auszuwählen, was möchte man eigentlich erstellen. Ein DIN-Teil aus Blech etwas. Oder eine Baugruppe, das ist dann Zusammenschluss von mehreren DIN-Teilen. Oder man kann hier von den einzelnen Baugruppen und Teilen eine Zeichnung ableiten. Wir fangen erstmal an mit einem DIN-Teil. Man sieht hier dann die Oberfläche aufgehen, den Konstruktionsbereich, dieses Fenster können wir vergrößern. Und das Erste, was wir hier machen, ist, das Ganze umzustellen von synchron auf sequenziell. Und man sieht hier gleich, die Oberfläche ändert sich. Dies übrigens etwas ähnelt dem Office 2007. Damals war das noch so aufgeteilt. Hier gab es noch kein Dateifeld, sondern so ein Windows-Rose. Hier haben wir auch eine Anwendungsschaltfläche. Und hier sind dann eben die Sachen drin wie Speichern und Drucken. Und hier im Vordergrundbereich, hier sind dann die Sachen drin, die man braucht, um die entsprechende Zeichnung zu erstellen. So, jetzt wird uns erstmal hier so ein Steuerkreuz angezeigt, einmal Z, Y-Achse und X geht nach rechts, Y nach hinten und Z nach oben. Das bedeutet, man hat hier auch die Möglichkeit, entsprechende Ebene auszuwählen. Wenn ich jetzt also sage Extrusion, also ich möchte hier diesen Körper erstellen, dann werde ich gefragt, in welcher Ebene soll denn das Ganze geschehen? Und wenn man hier drauf bleibt, weil man die anderen Ebenen nicht gleich bekommt, kann man hier mit der rechten Maustaste, aber nur wenn diese Maus hier angezeigt wird mit den drei Punkten, rechte Maustaste klicken. Und dann sieht man hier, ich habe hier einmal diese Ebene, das ist XZ und ich habe hier diese Ebene, das ist YZ. Ich hätte aber noch eine Ebene. Muss ich etwas genauer zählen mit der Maus. Und die ist hier, das ist praktisch die XY-Achse. Das bedeutet, hier ist der Boden von dieser Raumecke und den wähle ich jetzt erstmal aus. Und ich möchte jetzt auch den Boden von unserem Nussknacker konstruieren. Dafür brauche ich erstmal ein Rechteck. Ich wähle hier dieses Rechteck über Mittelpunkt aus, weil das geht am schnellsten. Ich gehe einfach nur her, ziehe hier eine schräge Linie. Der alte Befehl markiert, also hier Rechteck über Mittelpunkt, schräge Linie ziehen und schon habe ich ein Rechteck. Das hat aber noch nicht die Maße, die wir benötigen. Das brauche ich dann mit Smart Dimension, bekomme ich das, indem ich hier die Linie anklicke. Dann bekomme ich hier eine Maßlinie, die ziehe ich ein bisschen nach draußen, sonst stört die Optik. Und dann klicke ich hier nochmal. Und dann kann man hier ein entsprechendes neues Maß eingeben. Hier wähle ich erstmal 240, also Millimeter. Das Ganze ist 24 cm lang. Wenn ich das Ganze bestätige, dann geht es sogar über den Bildschirm heraus und ich habe hier die Möglichkeit, den Befehl einpassen zu wählen. Wenn ich das mache, dann passt sich das genau dem Bildschirminhalt an und ich kann genau sehen, wie lang ist denn das Ganze. So, der Befehl Smart Dimension ist noch aktiv, das heißt, ich kann hier auch hergehen, kann das Ganze nach draußen ziehen und kann sagen, das Ganze soll 100 breit werden. Das wird jetzt noch viel größer, also sage ich wieder einpassen. Und jetzt habe ich hier die Platte 240 mal 100, das ist diese Sperrholzplatte, die wir dann zum Schluss drunter setzen und jetzt die Dicke, die wir hier noch brauchen, sage ich Skizze schließen. Und man sieht hier schon, ich könnte jetzt mit der Maus das freihändig einstellen. Hier wird der Abstand automatisch mit eingetragen und ich möchte aber den Abstand direkt einstellen, dass ich hier das genaue Maß habe. Da machen wir mal 5 mm und jetzt sieht man, man kann jetzt nur noch die Richtung auswählen, aber die 5 mm sind fest. Und wenn man dann hier oben in dem Bereich klickt, dann ist das Ganze auch wirklich
fest und fertig und ich sage jetzt nur noch fertigstellen und ich kann jetzt hier in dem Bereich Ansicht nochmal sagen einpassen und dann habe ich hier den fertigen Boden, den ich mir erstmal auf den Desktop speichere. Also hier diese Rose hier speichern unter und dann sage ich hier Desktop und kann dem Ganzen noch einen Namen geben, Boden und klick auf Speichern. Unser erstes Bauteil ist fertig. Jetzt folgen die zwei Seitenwände.